Schauspieler Götz Otto auf dem Weg zum Interview. Der 44-Jährige wohnt in München, hat aber hessische Wurzeln. Aktuell ist er als Nazi in der finnischen Science-Fiction-Komödie Iron Sky zu sehen. Ein Film, der unter anderem in Frankfurt und Umgebung gedreht wurde. Erzählt wird die an den Haaren herbeigezogene Geschichte, dass sich Nazis nach 1945 auf der dunklen Seite des Mondes versteckt haben und jetzt von dort aus die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Heil Hitler! Hitler! Und was ist das, Herr Adler? Ein Spion von der Erde. Ich habe ihn selbst gefangen genommen. Es scheint sich um den Anführer der Stoßtruppe zu handeln. Ich begrüße den charmanten Götz Otto an meiner Seite hier im Kinopolis. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Ein Urhesse, ein Frankfurter, ein Offenbacher, ein Ditzenbacher, was ist es mehr? Ditzenbacher. Ja, ich bin da aufgewachsen in Ditzenbach halt und von Zeit ist man auch in Offenbach und ich habe auch in Frankfurt gerudert, aber ich würde sagen, ich bin Ditzenbacher. Gerudert in Frankfurt für die? Frankfurter Rudergesellschaft Germania. Vermissen die dich manchmal noch? Ich glaube, sie können sich nicht mehr an mich erinnern. Das ist zu lange her. Die sind schon alle tot, die mit mir. Nein. Zu lange her, sehr, sehr lange her. Mittlerweile wohnst du in München aber und heute mal wieder zu Gast hier in Sulzbach am Taunus. Genau. Es hat sich so viel verändert, meine Güte. Kaum sind 20 Jahre vorbei, schon sieht es anders aus. Schon mal hier im Kino gewesen mit der Family? Nee. Nee, also das ist auf der anderen Seite. Wir sind eher so die dritte Becher-Seite und nicht die hippe. Also Taunus selten. Da freuen sich die Sachsenhäuser. Iron Sky, klar, läuft gerade in den Kinos. Und für diese Rolle als SS-Offizier, als Nazi, das Schöne an dieser Rolle ist, weil es eine Satire ist, da muss man sich gar nicht gut drauf vorbereiten, so geschichtlich gesehen, richtig, oder? Naja, also nein, wir machen natürlich kein Dokudrama. Wir müssen uns jetzt nicht mit einer geschichtlichen Begebenheit auseinandersetzen, sondern wir gehen natürlich von einer krassen Fiktion aus und benutzen im Prinzip nur sozusagen filmgeschichtliche Nazi-Parameter und darum geht es. Und in meinem Fall ging es halt darum, möglichst eine Art Comic-Nazi zu kreieren, eine sehr böse, überzeichnete Figur. Eine richtig böse Figur, nämlich den Bösewicht, verkörperte Götz Otto im James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie. Und da würde mich nochmal interessieren, da gab es ein Vorstellungsgespräch und da haben die gesagt, stimmt das? Hallo, Herr Otto, Sie haben 20 Sekunden, sich vorzustellen in Englisch. Und dann hast du gesagt, ganz spontan. Ich habe gesagt, I'm big, I'm bad, I'm bold, I'm German, 5 seconds, keep the rest. Also, weil in 20 Sekunden mich vorzustellen, in 20 Sekunden, ich bin ja nicht Dieter Thomas Heck, was hätte ich da machen sollen? Also ist mir das beigefallen, dieser markige Spruch. Und das hat mich zumindest mal in die nächste Runde gebracht. Ich habe deswegen nicht das Casting bekommen, aber zumindest mal in die nächste Runde hat mich dieser Spruch gebracht. Jetzt bist du 44, in 6 Jahren, wo siehst du Götz Otto mit 50? Wieder mal ein Bösewicht im neuen James Bond-Film oder vielleicht mal Daniel Craig ablösen? Ja, Daniel Craig ablösen. Ja, da ist dann ja auch mal. Nein, also ich glaube, Bond wird bei mir nicht mehr stattfinden. Ich werde nicht der Good Guy werden. Ich bin nicht britisch genug dafür. Und was auch immer kommt, ich hoffe sehr, dass ich auch über die 50 hinaus noch arbeiten kann. Darf, besser gesagt. Kann bestimmt noch, aber darf. Dass man mich noch lässt. Wir wünschen auf jeden Fall dem Ex-Dietzenbacher alles, alles Gute auf seinem weiteren Schauspielerweg.